auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass wir heute Abend uns hier wieder zusammenfinden dürfen. Ich denke an eine Feier, die ein großer Fürst durchgeführt hat. Viele Leute waren gekommen. Und als die Feier bald zu Ende war, sagte seine Frau: Es wird doch schön, wenn wir die Feier noch mit einem besonderen Wort beenden könnten. Wäre es nicht möglich, dass jemand aus dem Kreis, den du eingeladen hast, den 23. Psalm rezitiert? Und der Fürst schaut sich um und sagt: Da ist ein bekannter Mann, der hat die gute Stimme, der könnte es tun. Und er fragt ihn: Würdest du für uns am Schluss den 23. Psalm rezitieren, vortragen? Und er sagt: Naja, wenn du das willst, mache ich das gerne. Und hat es gemacht, fantastisch gut. Jeder war sehr Ohr und es hat auch gut geklungen. Und als er fertig war, dann schaut er nochmal die Runde und dann sieht er ganz hinten seinen alten Pfarrer. Und dann sagt er: Eigentlich könnte ich ihn auch bitten, das zu tun. Dann geht er zu ihm und sagt: Könntest du den 23. Psalm nicht auch vortragen? Aber er sagt: Hast ja gerade gemacht, was soll ich das noch viel besser machen? Der hat es so toll gemacht. Nein, ich möchte gerne, dass du es auch noch tust. Und so hat es auch gemacht. Und als er fertig war, da sagten die Leute: Der Erste, der kannte den Psalm, aber der Zweite kannte den Hirten. Das ist ein großer Unterschied. Man kann viele Formen toll herstellen, toll machen. Man kann sich vielleicht sogar wohlfühlen dabei. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich eine Beziehung habe. Das heißt noch lange nicht, dass ich den Hirten kenne. Und deshalb ist es sehr notwendig, gerade wenn wir in die Prophetie hineinschauen, darüber nachzudenken, was sagt denn uns die Prophetie, wo die ganze Sache hingeht? Was ist denn das Wichtige in der ganzen Sache? Wir haben uns gestern mit den verschiedenen Merkmalen des kleinen Horns beschäftigt. Kann sich einer noch daran erinnern? Es waren so 10. Es gab so Merkmale des kleinen Horns in Daniel 7. Und wir haben einige davon ja angeschaut, dass es aus diesem Bereich kommt, wo die 10 Hörner sind und nach 476 und die Zeit haben wir angeschaut, ja, es dämmert es wieder, so ein bisschen, was da alles gekommen ist. In Daniel haben wir über das kleine Horn gesprochen, aber das Daniel-Buch ist nicht das einzige Buch, das mit der Endzeit sich beschäftigt. Im Neuen Testament, und wir sind schon darauf hingewiesen worden, im Neuen Testament gibt es auch ein Buch, das sich sehr stark, intensiv mit den letzten Dingen beschäftigt. Und das ist die Offenbarung. Und es ist gut, wenn man in der Heiligen Schrift sich miteinander vergleicht, wenn man ergänzt. Und so stellen wir schon fest, man kann die Bibel eigentlich nicht lokal nur für sich lesen, jedes Buch. Eigentlich ergänzt sich die ganze Heilige Schrift. Wenn man das Neue Testament nur liest, ohne das Alte zu kennen, kommt man zu ganz verkehrten Schlüssen. Und das Alte nur zu lesen, ohne das Neue zu kennen, würde uns manchen Horizont nicht öffnen. Wir brauchen beides. Und deshalb ist es gut, dass wir uns ein wenig auch mit dem Neuen Testament heute Abend beschäftigen, wenn wir gestern im Alten Testament waren. Im Neuen Testament haben wir auch solch ein Tier. Und dieses Tier ist schon spannend. In Offenbarung Kapitel 13. Das ist nämlich zusammengesetzt aus den Tieren, die wir in Daniel 7 gefunden haben. Da war der Löwe, da war der Bär und der Panther. Wir haben hier wieder so ein Tier, das zusammengesetzt ist. Und es werden einige Elemente genannt, die sehr wichtig sind. Die müssen wir uns ein wenig anschauen, damit wir verstehen, was die Bibel darüber sagen möchte. Wenn wir in das Neue Testament hineingehen, in die Offenbarung, dann fällt uns eine Kraft auf, die wir im Alten Testament noch gar nicht so gesehen haben. Der Drache.
Und wir müssen uns fragen, wer ist denn dieser Drache? Wir schlagen mal Offenbarung Kapitel 12, Vers 3 und 9 auf. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und jetzt noch den Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dorthin geworfen. Wir merken schon, es ist interessant, wenn die Bibel uns Bilder erzählt, aber auch gleich die Bilder erklärt, was das bedeutet. Sie spricht von diesem roten, großen Drachen und sie sagt im Vers 9 sofort, dieser rote Drache ist der Teufel oder der Satan. Wir kennen noch ein anderes Wort, das wir oft benutzen. Das steht aber nicht in der Bibel drin, weil das lateinisch ist. Luzifer. Luzifer heißt eigentlich Lichtträger. Das ist schon interessant. Das ist ein Wort, das auch genannt wird, nicht wahr? Wir haben, wenn wir uns mit dieser Person, mit diesem Wesen ein wenig beschäftigen, haben wir einige Hinweise in der Heiligen Schrift. Und es ist gut, dass wir uns damit beschäftigen, weil ohne diese Hinweise, wir verstehen die ganze Auseinandersetzung nicht. Es ist notwendig, sich mit diesen Gedanken ein wenig zu beschäftigen. Und wir lesen mal Hesekiel Kapitel 28. Wir werden dort eingeführt in einer Vision. Hesekiel Kapitel 28. Dort ist ein Gericht über den König von Tyrus. Und wenn wir die Texte lesen, merken wir, das geht viel weiter. Da ist der König von Tyrus nur ein Symbol. Wir lesen mal den Vers 13 am Anfang. Da heißt es von dieser Kraft, von dieser Person, in Eden warst du. Und wir merken schon, der König von Tyrus war gar nicht in Eden. Eden war viel früher. In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art. Wir lesen Vers 14. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Cherub ist ja so ein Wort, so ein Gedanke, der mit Engeln was zu tun hat. Und zwar nicht mit irgendwelchen Engeln, sondern Cherubime waren die Engel, die am Thron Gottes standen. Wir haben da so ein Bild, nicht wahr? Die Cherubime, die am Thron Gottes standen. Also war dieses Wesen nicht nur ein Hinweis auf den König von Tyrus, sondern auf ein anderes Wesen, das viel größer war als der König von Tyrus. Du warst am Thron Gottes ganz eng bei Gott, mit Gott zusammen. Das war schon eine gewaltige Sache. Das heißt, wenn dieser schöne Stern, wenn dieses Wesen, das Gott geschaffen hat, ganz nahe am Thron Gottes war, dann war etwas Besonderes. Er hatte große Vollmachten. Wir sind sogar durch die Prophetie gesagt, dass er der Chef der Musik war. Er kannte sich aus, er wusste, wie Lebewesen angesprochen werden. Und wir sagen ja, Musik ist eine Sprache, die jeder versteht, oder? Dann braucht man keine Vokale, keine Worte. Und Musik hat eine große Macht. Er war derjenige, der das unter seine Fittichen hatte. Und wir lesen Vers 15 im 28. Kapitel des Hesekiel-Buches. Du warst ohne Tadel, sagt Gott. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Also Gott hat nicht irgendwie einen bösen Engel geschaffen.
Gott hat Wesen geschaffen, die ohne Tadel waren, ohne irgendeinen Fehler. Ohne Tadel warst du. Das muss sehr schön gewesen sein. Und es ist wirklich nicht einfach zu verstehen, wie es möglich war, dass in einem Raum, wo nie vorher irgendetwas Negatives war, Negatives aufkommen konnte. Die Bibel nennt es ein Geheimnis. Wir werden das wahrscheinlich nie ganz begründen können. Wir sehen nur die Folgen davon. Und wir merken das in unserem täglichen Leben, dass wir damit zu tun haben. Du warst ohne Tadel, heißt es dort, an dem Tage, wo du geschaffen worden bist. Ich lese den Vers 17 noch dazu. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast, in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht von den Königen. Da wird schon etwas von dieser Problematik dargestellt, nicht? Da ist etwas passiert, was eigentlich nicht im Plan Gottes war. Da war etwas, dass er neidisch geworden ist. In dem Neuen Testament steht, Neid ist die Wurzel alles Übels, nicht wahr? Er ist neidisch geworden. Er wollte eigentlich so sein wie sein Schöpfer. Neidisch geworden. Das war eine große Rebellion. Und wir merken das, das Jesaja-Buch, das geht sogar noch ein bisschen weiter, um das zu verständlich zu machen. Jesaja Kapitel 14. Jesaja Kapitel 14. Und wir merken schon, wenn die Bibel sich nicht selbst erklären würde, wir wüssten das nicht, ja? Nur durch Prophetie ist es möglich, dass wir hinter dem Vorhang schauen können. Und manchmal ist es gut, dass man so den Vorhang ein bisschen lüften kann. Damit man sieht, was die eigentlichen Beweggründe sind. Was steht in Jesaja 14, Vers 12 bis Vers 14? Dort heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern. Übrigens, der Luzifer, der wird hier schöner Morgenstern genannt. Jesus als sein Schöpfer wird genannt als der helle Morgenstern in der Offenbarung. Also sie haben die gleichen Namen, nur ein bisschen noch differiert, ja? So eng war er mit seinem Schöpfer verbunden. Wie bist du gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, da du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Also, ihr braucht keinen Urlaub in Norwegen planen. Ihr werdet nie ankommen. Der Begriff des Thrones Gottes wird verbunden mit dem Begriff der fernste Norden. Dort, wo Gott wohnt, ist der fernste Norden. Er wollte dort sein, wo Gott ist. Er wollte dort sein und die Stelle Gottes annehmen. Das heißt auch in Vers 14, ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Das war die Idee von Satan. War schon ein bisschen hochtrabend, nicht wahr? Aber vielleicht sind wir es manchmal auch. Dass wir Dinge wollen, die uns eigentlich gar nicht zustehen. Das ist so ein Keim, der durch die Sünde hier gekommen ist. Manchmal sieht man so Bilder und stellt sich so vor, wie der Satan sein sollte. Wird auch manchmal gezeichnet, manchmal ins Lächerliche gezogen. So eine Fratze mit roten Hörnern. Und manche machen sich lustig darüber und sagen, so einen Unsinn hat es noch nie gegeben. So etwas gibt es doch überhaupt nicht. Nur ein Bild, das sich einer eingebildet hat oder gemalt hat. Aber die Bibel nennt auch nicht so etwas. Die Bibel nennt eigentlich was ganz anderes. Von dem schönen Wesen, das eigentlich am Thron Gottes war. Die Bibel spricht von etwas ganz anderem. Wir lesen vielleicht eine Stelle dazu. Die steht im Neuen Testament, im 2. Korintherbrief, und zwar im 11. Kapitel. 2. Korinther Kapitel 11. Und ich lese dort Vers 14. Und das ist auch kein Wunder, so schreibt hier der Paulus an die Korinther. Denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts.
So ist er eigentlich. Und wir sehen schon, wenn wir nicht die Bibel hätten, wenn wir nicht das prophetische Wort hätten, wir würden oft das Duplikat als Original sehen. Und manchmal ist das Nachgemachte schöner als das Original. Er stellt sich da als Engel des Lichts. Jetzt gehen wir hinein in die Offenbarung. Jetzt werden wir ein wenig schauen, wenn wir wissen, dass er derjenige ist, der eigentlich der Chef ist von dieser Macht, dann wird die Geschichte viel spannender. Offenbarung Kapitel 13, und wir müssen immer am Wort Gottes bleiben, das ist sehr, sehr wichtig. Man hört da oft sehr viel, was Leute sagen und sagen, das steht irgendwo in der Bibel, und meinen oft wahrscheinlich das 22. Kapitel der Offenbarung. Das gibt es gar nicht. Das 23. Kapitel meine ich. Und legen das einfach dort hinein. Ich denke, wir müssen immer schauen, was sagt die Bibel wirklich. Offenbarung Kapitel 13. Und wir lesen mal Vers 6 bis Vers 8. Offenbarung 13, Vers 6 bis 8. Und es tat seinen Mund auf, zu lästern gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Berichtet ist hier von diesem Tier in Kapitel 13. Von diesem Tier, das aus dem Meer herauskommt, das ausschaut wie ein Panda, seine Füße wie Bärenfüße sind, sein Rachen wie ein Löwe. Wir haben hier dieses Bild, wie das ungefähr ausgeschaut haben mag. Ein Bild eines Zeichners, um das deutlich zu machen. Und es wird auch ganz deutlich gemacht, weil es steht in Vers 4, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an. Also der Eigentliche, der hinter diesem Tier steht, ist nicht irgendjemand. Es ist eigentlich dieses wunderbare Engelwesen, das gefallen ist. Wir haben in Daniel 7 schon herausgefunden, dieses Merkmal des kleinen Horns. Ich hatte mal in einer Gemeinde ein Seminar zu halten über Daniel 7. Ich war zum ersten Mal dort, weil da ist jemand krank geworden, bin eingesprungen. Es waren viele, viele Gäste da, ich kannte sie alle nicht. Und wir hatten in Daniel 7 die ganzen Merkmale angeschaut, die von dem kleinen Horn sprechen, wer dieses kleine Horn ist. Und als es dann fertig war, dann hat sich einer gemeldet, ein junger Mann. Und dann habe ich ihn drangenommen und gesagt, welche Frage haben Sie? Ja, sagt er, wenn ich das überlege, was wir gerade angeschaut haben im Worte Gottes, gibt es nur eine Möglichkeit, wer dieser kleine Horn sein kann. Dann habe ich gesagt, jetzt bin ich gespannt, was ist es denn? Und dann sagt er, das kann nur die Kirche sein. Weil alle Merkmale darauf hindeuten. Das ist wie ein Raunen durch den ganzen Saal gegangen. Es waren viele Gäste da. Sie haben allein aus den Merkmalen das herausgefunden. Und dann kam bei der Verabschiedung, waren sie wie an der Schnur, einer nacheinander gestanden. Und sie hatten alle ungefähr die gleiche Frage. Die Frage war, kann ich denn in meiner Kirche bleiben und trotzdem gerettet werden? Das war eine interessante Frage. Es ist gar nicht so einfach, jetzt eine Antwort zu geben. Kann man dann in einer Kirche bleiben, die in eine andere Richtung läuft und gerettet werden? Aber wenn ich die Kirche liebe, was mache ich dann? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir nachgehen müssen. Ich habe damals eine interessante Antwort gegeben. Ich habe gebetet und gesagt, lieber Gott, was soll ich jetzt sagen? Und habe ich ihnen gesagt, den Leuten, wissen Sie,
Es gibt keine allein selig machende Kirche. Ist das richtig? Es gibt keine allein selig machende Kirche. Es gibt nur einen allein selig machenden Heiland. Den gibt es. Und wenn wir den suchen, dann werden wir auch seine Gemeinde finden. Verstehen Sie? Eine wichtige Sache. Wir haben in Daniel 7 dieses kleine Horn sehr klar, deutlich angeschaut. Und das kann nicht irgendwas anderes sein. Leute haben heute Ideen, die stehen alle in Offenbarung 23, aber nicht in der Bibel, was dieses kleine Horn sein kann. Es ist ganz deutlich, jeder kommt drauf, wenn er das liest. Aber wenn wir in die Offenbarung reingehen, dann haben wir noch Bilder, die das noch viel deutlicher ergänzen. Und wir gehen heute mal in ein Kapitel mit hinein, in das 17. Kapitel, 17. Kapitel der Offenbarung. Und dieses 17. Kapitel ist schon sehr, sehr herausfordernd. Wir können heute Abend nicht jetzt ins Detail gehen, aber ein paar Dinge können wir anschauen in das 17. Kapitel der Offenbarung. Wir lesen mal Vers 4 und Vers 5 in Offenbarung Kapitel 17. Und die Frau war begleitet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll vom Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Na, das sind schon harte Worte, die hier stehen. Plötzlich taucht hier eine Frau auf und sie soll sogar die Mutter sein aller Hurerei. Eigentlich steht hier aller Huren im Text. Das heißt, es gibt eine Mutter und es gibt Töchter. Und es ist notwendig, uns damit ein ganz klein wenig zu beschäftigen. Wenn wir die Offenbarung anschauen, dann merken wir, dass in der Offenbarung zwei Frauengestalten zu sehen sind. Es gibt eine Jungfrau und es gibt eine Hure. Eine Jungfrau wird dargestellt als eine Braut Jesu, da haben wir den Text auch schon mal gelesen, im Korintherbrief. Es steht auch mit Epheser drin, an anderen Stellen auch noch, die Braut Jesu ist. Und dann gibt es die Hure, das heißt eine Frau, die einmal Gemeinde Gottes war, aber andere Wege ging. Dieses Wort kommt in der Heiligen Schrift sehr oft vor. Wir lesen mal Offenbarung Kapitel 17, weil wir es gerade aufgeschlagen haben, die ersten zwei Verse. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wasser sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Also es scheint, dass das ein gewaltiges Ausmaß hat, was durch diese Bewegungen, durch diese Art, wie sich diese Hure gibt, was da ausgelöst wird. Die ganze Welt ist betört davon. Scheinbar ist das etwas, was alle interessiert. Man fragt sich natürlich, was hat das zu bedeuten? Ich meine, wir verstehen alle, was Hurerei bedeutet heute. Das heißt, wenn man eine Beziehung eingeht, die nicht biblisch ist, ja? Manche haben da heute überhaupt keine Idee mehr, welche Schwierigkeiten das auslöst. Aber die Bibel kennt das Wort auch übertragen. Hurerei ist also nicht nur etwas, was buchstäblich geschehen kann zwischen Mann und Frau, sondern es kann auch im religiösen Bereich übertragen werden. Die Bibel nennt das sehr oft. Und ich möchte mal kurz einen Text lesen im Hesekiel 23. Und das ist so fantastisch, dass die Bibel immer wieder die richtige Antwort gibt und uns das sagt, was sie damit meint. Hesekiel 23, da werden in einer Zeit, wo das Volk Israels zwei Nationen waren, praktisch das Nordreich und das Südreich, und da gab es zwei Frauen, die waren nicht immer ganz so koscher. Und Gott nimmt dieses Beispiel
um dem Volk etwas darzulegen, was sie vielleicht sonst nicht verstanden hätten. Ich lese mal von Vers 36 bis Vers 38. Und der Herr sprach zu mir, du Menschenkind, willst du nicht Ohola und Oholiba richten? Zeige ihnen ihre Gräueltaten, wie sie Ehebruch getrieben und Blut vergossen und die Ehe gebrochen haben mit ihren Götzen. Und wie sie ihnen noch dazu ihre Kinder, die sie mir geboren hatten, zum Fraß darbrachten. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass es je sowas gegeben hat. Doch, sowas hat es gegeben. Wer schon mal nach Petra gekommen ist und wer die Möglichkeit hat, dorthin zu fahren, der soll das tun. Eine alte Stadt im Felsen herausgeschlagen. Und wer durch Petra durchgeht, ganz hinter an die Berge und dann ungefähr eine halbe Stunde nach oben steigt, der kommt auf ein großes Plateau. Das war der große Platz der Opferungen. Und auf diesem großen Platz der Opferungen, da gab es drei Altäre. An einem Altar wurden Pflanzen geopfert, am zweiten Altar wurden Tiere geopfert und am dritten Altar wurden Menschen geopfert. Und je wie der Wind ging und welchen Ton er von sich gab, war der Gradmesser, was geopfert werden musste. Das war Wirklichkeit, dass sowas passiert ist. Und Gott nimmt diese Dinge und überträgt sie jetzt aufs Geistliche. Und wir merken schon, plötzlich sind wir mittendrin, weil das auch ein Wort ist für uns. Was heißt denn dort? Vers 38. Überdies haben sie mir das angetan. Sie haben noch am gleichen Tag mein Heiligtum unrein gemacht und meine Sabbate entheiligt. Das heißt, geistlicher Ehebruch hat schon eine ganz große Auswirkung. Da passiert etwas. Da passiert etwas heute mit jedem von uns. Da können wir vielleicht den Psalm 23 fantastisch gut können, aber wir kennen den Hirten nicht mehr. Das ist das Geheimrezept, das hier erwähnt wird durch die Prophetie, worauf es eigentlich ankommt. Babylon, diese Frau, die große Babylon. Babylon spielte in der Bibel immer eine große Rolle. Immer. Wir wissen, einer der ersten Könige, die Babel aufgebaut haben, war Nimrod. Das alte Babylon. Nimrod war ein ganz großer König. Und als Nimrod in seiner Macht stand und dann gestorben ist, dann hat man ihn als Sonnengott verehrt. Man sagte, sein Geist geht jetzt in die Sonne. Man kann so Bilder sehen, so uralte Steine, wo man die Sonne immer sieht und der Nimrod. Wenn man in das Pergamon-Museum geht, ich habe das schon erwähnt, da sieht man nicht nur den Nimrod, sondern man sieht auch seine Frau, die Semiramis, die dort abgebildet wird. Sie ist dann, so sagt man, ihr Geist ging dann in den Mond. Aber wir werden noch darauf kommen, dass das höchst interessant ist. Immer, überall, in all den Kulturen, die höchsten Götter, der höchste Gott, den man kannte, war immer der Gott der Sonne. Ob das jetzt in Babylon war, ob das hier war in Ägypten, ob das ist auch Ägypten, ob das jetzt in ganz anderen Kulturen war, der Sonnengott war immer der höchste Gott, der angebetet worden ist, weil man gesagt hat, von der Sonne kommt das Leben. Deshalb wurde der Sonnengott als der höchste Gott verehrt. Wir müssen vielleicht auch mal reinschauen, wie Gott das sieht. 5. Mose 4, Vers 19. Gott wusste das, dass das auch ein Problem ist in seinem Volk. 5. Mose 4, Vers 19. Weil dieses Volk war ja mit so vielen Heiden zusammen, die auch die Sonne angebetet haben, nicht wahr? Was sagt Gott damals zu dem Volk Israel? Vers 19.
Hebe auch nicht deine Augen auf gen Himmel, dass du die Sonne sehest und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fallst ab und betest sie an und dienst ihnen. Also Gott hat eine ganz klare Warnung gesagt. Betet nicht die Sonne an, betet nicht den Mond an, betet nicht irgendetwas an. Weil der höchste Gott ist nicht ein etwas, was Gott geschaffen hat, sondern ist er selbst. Es war eine interessante Zeit damals, als Nimrod gestorben ist. Seine Frau lebte weiter und einige Zeit später, als sie gelebt hat, als Nimrod schon tot war, wurde sie schwanger. Und sie sagte, der Geist meines Mannes hat mich umgeben. Und sie hat einen Sohn geboren. Und dieser Sohn, der geboren worden ist, hieß Tammuz. Das ist schon spannend. Plötzlich war ein Sohn da und wir sehen, dass dieser Gedanke auch in der Bibel uns genannt wird. Im Hesekiel Kapitel 8 wird sogar der Name genannt. Hesekiel Kapitel 8 und dort Vers 14. Und er führte mich zum Eingang des Tores im Haus des Herrn, das gegen Norden liegt. Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Das wurde nicht gerade als positiv dargestellt. Aber auch dieser Gedanke, der damals im alten Babylon schon aufgekommen ist, wurde sogar noch als Fest im Volk Israel, das viel später war, gefeiert. Natürlich, wenn der Tammuz ein Sonnengottkind war, dann wurde immer der höchste Feiertag dann gelegt, wo die Sonne am tiefsten war und wieder nach oben kam. Wann ist denn das? Das ist Ende Dezember. Ende Dezember. Dort wurden immer die Sonnenkinder gefeiert. Das war nicht nur bei Tammuz so. Das war auch in Ägypten so. Isis mit dem Horuskind, mit Osiris, auch ein Sonnenkind. Wann wurde der Geburtstag von Horus gefeiert? Am 25. Dezember. Vom Tammuz auch. Und wir merken schon, wenn wir jetzt in die Gegenwart hineingehen, wir feiern doch auch 25. Dezember, oder? Feiern wir nicht auch 25. Dezember? Da war doch auch sowas, wo eine Frau ein Kind bekommen hat, oder? Und wann hat es Geburtstag? 25. Dezember. Wie kann sowas passieren? Ist das einfach so logisch, dass das alles am 25. Dezember ist? Wir merken schon, die Christianisierung hat sich ziemlich durchgefressen, bis in unsere Zeit. Man hat einfach ein Fest genommen, dass die Babylonier und die Ägypter schon gefeiert haben, mit dem gleichen Hintergrund. Und jetzt ist Maria und das Jesuskind und plötzlich haben wir das Gleiche, zur gleichen Zeit. Also, wer den biblischen Bericht ein bisschen kennt, und das hört man ja manchmal bei so Andachten im Weihnachten, dann wird gesagt, und die Hirten waren auf dem Feld. Also wer schon mal in Israel war, der weiß, dass im Dezember Regenzeit dort unten ist. Als ich unten war, habe ich ganze Brücken gesehen, die es weggeschwemmt hat. Also wenn die Hirten am 25. Dezember auf dem Feld waren, müsste man jedem Schaf ein Boot bauen, okay? Da sind keine Hirten mehr auf dem Feld zu der Zeit. Jesus ist wahrscheinlich Ende September, Anfang Oktober geboren, aber nie am 25. Dezember. Natürlich dürfen wir uns am 25. Dezember an die Geburt Jesu erinnern, das ist nicht das Problem. Aber wir müssen wissen, dass das nicht der Zeitpunkt ist, wo er geboren ist. Sondern das ist etwas, was eigentlich durch den Kult, der in Babylon und in Ägypten schon da war, nur ins Christentum übertragen worden ist. Wir merken, wir haben schon Ableger, die bis in unsere Zeiten hineingehen. Und das ist sehr spannend.
Übrigens, die Seminaris, die hieß Queen of Heaven, Mutter Gottes. Haben wir das auch? Wir haben das auch in unserem Sprachgebrauch, nicht wahr? Ich habe ein paar Bilder von Marien dabei. Die wird ja sehr gefeiert bei der Christenheit. Und eins fällt uns auf, immer die Sonnenscheibe. Ist es sichtbar? Immer die Sonnenscheibe ist da. Was war der Sonnengott? Immer der höchste Gott, der angebetet worden ist. Nicht bei den Christen, eigentlich bei den Heiden. Schauen wir hier, die Sonnenscheibe, die zu sehen ist im Zusammenhang mit Maria. Da ist die Sonne sehr groß. Babylon hat seine großen Finger überall. Nicht nur, als Babylon gebaut worden ist. Wir wissen auch, dass zu der Zeit der Turm gebaut worden ist. Ja? Turm von Babel. Und der Turm ist nicht fertiggestellt worden, weil Gott die Sprachen verwirrt hat. Wir wissen nicht, wie hoch der Turm war. Er sollte bis an die Wolken reichen. Weil sie dachten, wenn Gott wirklich wieder eine Sintflut schickt, dann brauchen wir kein Schiff mehr, dann können wir uns so retten. Dieses Bild ist das bekannteste, das gemalt worden ist vom Turm von Babel. Übrigens, in der Archäologie meint man, die Grundmauern gefunden zu haben. Ich weiß es nicht, man meint es. Aber was interessant ist, wir haben heute einen Bau, der fast so ausschaut wie der. Haben wir den schon mal gesehen? Hier ist er. Das Parlament in Straßburg. Der Gedanke setzt sich immer fort. Der Gedanke der Rebellion. Immer das, was Gott eigentlich sagt, nicht zu tun oder was anderes zu tun. Wir müssen vielleicht einen Text mal lesen. 1. Petrus. Der Apostel Petrus hat hier einen Brief geschrieben an die Gläubigen. Und im letzten Kapitel des ersten Briefes, da schreibt er eine interessante Wendung in Vers 13. 1. Petrus steht vor der Offenbarung, ein paar Seiten vorher. Dort steht dann in Vers 13, es grüßt euch aus Babylon, die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Und jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wieso kommt der Petrus darauf und sagt, es grüßt euch aus Babylon? Babylon war schon über 200 Jahre erdbodengleich, kaputt. Da haben sich Katzen und Maus gut nachgesagt. Da gab es nichts mehr. Wieso kommt Petrus dazu und sagt, es grüßt euch aus Babylon? Wusst ihr nicht, was er schreibt? Ja, heute wissen wir das viel besser, warum er das geschrieben hat. Als Petrus in Rom war, begann schon die Christenverfolgung. Zu der Zeit begann sie schon. Hat man Christen eliminiert. Und die Christen haben sich dann versteckt. Und eine dieser Verstecke, die es in Rom gab, waren die Katakomben. War mal jemand schon in die Katakomben? Ah, ist interessant, das mal zu sehen. Es gibt mehrere davon. Eine der großen Katakomben ist die Katakombe Calypso. Und in dieser Katakombe Calypso, da gibt es sogar in den Mauerresten, die man unten sieht, einige Namen eingraviert. Und man stellt fest, das waren eigentlich Friedhöfe. Das sind ganz hohe Gänge, ungefähr 5-7 Meter hoch. Und links und rechts sind lauter so Nischen drin, wo man die Toten beerdigt hat. Und diese Katakombe, es gibt in Rom sehr viele Katakomben, wie ein Käse, wie ein Schweizer Käse darunter, die hat 40 Kilometer unterirdische Gänge. Zum Glück ist damals, als ich unten war, das Licht nicht ausgegangen. Weil dann findest du nicht mehr zurecht. Und Christen hatten sich dort unten versteckt. Und sie merkten, dass die Feinde sie trotzdem verfolgt haben. Und so haben sie Codewörter gehabt. Und einer, der die Leute gut kannte, der schaute, ist der bekannt oder nicht bekannt? Und wenn da jemand gekommen ist, der nicht gekannt hatte,
dann hat er ein Codewort von ihm verlangt. Und zwei Codewörter stehen in der Heiligen Schrift. Ein Codewort war Maranatha. Schon mal gehört? Das heißt, unser Herr kommt. Ein anderes Codewort war Babylon. Petrus schrieb an die Einheimischen, an die Insider: Es grüßt euch als Babylon. Und jeder, der dort in der Gemeinde war, wusste, Babylon ist ein Codewort für Rom. Petrus war nie in Babylon. Aber wenn die Feinde seinen Brief gelesen haben, dann sagten sie, er ist weit weg, brauchen wir keine Angst zu haben. Versteht ihr? Wer in der Bibel hinten, da gibt es so ein Verzeichnis von einigen Erklärungen, nachschaut bei Babylon, da steht das drin, dass Babylon ein Codewort für Rom war. Also Rom hat eine besondere Bedeutung und Babylon wird auch für Rom dargestellt. Das ist schon sehr spannend. Wenn das so ist, dass Babylon ein Codewort für Rom ist, wenn es ein Codewort ist für eine Frau, die eigentlich untreu geworden ist, oder Frauen, die untreu geworden sind, ist es dann nicht verständlich, dass Gott sagt, passt auf, wir haben ein Wort in Offenbarung Kapitel 18, das wir vielleicht mal lesen sollten. Offenbarung Kapitel 18, Vers 4. Was Gott hier seiner Gemeinde damals und auch seiner Gemeinde heute sagt. Den Menschen. Offenbarung 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nicht empfangt von ihren Plagen. Das heißt, ich kann als Babylonier nicht gerettet werden. Ich muss hinausgehen. Und wir merken, das bedeutet mehr als nur eine Organisation. Das bedeutet mehr als nur ein paar Mauern einer Kirche. Das bedeutet auch das richtige Denken. Ich kann nicht rebellieren gegen Gott und trotzdem Gott ein Kind Gottes sein. Geht aus von ihr, mein Volk, sagt er, damit ihr nicht teilhabt an ihren Plagen. Nun, Offenbarung Kapitel 13 befasst sich nicht nur mit dem ersten Tier, mit diesem Tier, das aus dem Meer gekommen ist, das mit dieser Hure identifiziert wird. Offenbarung 13 kommt noch ein zweites Tier vor, und zwar ein Tier, das schaut aus, ja, die Hörner schauen aus wie ein Lamm. Und Hörner waren immer Zeichen der Macht, und Lamm ist in der Bibel ein Symbol für Christus. Es schaut aus wie eine christliche Macht. So schaut es aus. Offenbarung Kapitel 13. Wir sind immer noch in diesem Kapitel. Und wir lesen vielleicht den Vers 11, um das deutlich zu machen. Hat sich da was geändert vom Chef her? Was steht hier? Vers 11. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt die Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Der Drache spielt auch eine ganz große Rolle. Auch bei diesem Tier. Also wir merken, wir haben eine gewaltige Auseinandersetzung. Das ist nicht nur abgetan, nachdem diese tödliche Wunde gekommen ist. Gerade in dieser Zeit beginnt eine neue Macht großen Einfluss zu gewinnen. Und es ist interessant, dass diese Macht, so wird beschrieben in der Heiligen Schrift in der Prophetie, dass diese Macht so weit geht, dass sie das erste Tier wieder auf den Thron, zum Leuchten bringt, wieder hochhebt. Wo man gedacht hat, das ist zu Ende, plötzlich hat das zweite Tier etwas ganz Wichtiges, was es tut.
Die Bibel sagt hier in Kapitel 13, Vers 15, es wird angebetet werden. Das heißt, wenn jemand angebetet wird, dann hat es etwas zu tun mit Religion, oder? Dann hat es etwas zu tun mit Religion. Diese Macht muss etwa eine religiöse Macht sein, nicht nur eine staatliche Macht. Aber es heißt auch, wer nicht bereit ist, das Siegel zu nehmen, der soll weder kaufen noch verkaufen können. Das soll sogar getötet werden. Das heißt, das muss auch eine Macht sein, und nicht nur in Deutschland oder woanders, sondern weltweit, eine Macht sein, die die Kraft hat, das durchzusetzen. Sonst hat es ja keinen Sinn, dieses Wort, nicht wahr? Das heißt, es ist nicht nur eine religiöse Macht, sondern eine staatlich-weltliche Macht, die da zum Tragen kommt. Und wir sehen, das ist schon eine spannende Angelegenheit. Sehen wir sowas in der Gegenwart? Kommt solch eine Macht auf, die diese Dinge repräsentiert, darstellt? Es wird ja ganz deutlich gesagt, ich lese Vers 16, und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen, die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Also die Hand ist etwas, was man tut, und die Stirn hat etwas zu tun mit dem, wie man denkt. Und die Bibel sagt hier, wer nicht bereit ist, sich dieses Zeichen anzunehmen, dass dieses Tier ausgibt, der kriegt Probleme. Da ist etwas von einem Merkmal, die Rede, an der Stirn oder der Hand. Jetzt, wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir, dass die Bibel uns auch einige Hinweise gibt auf Merkmale. Und zwar in besonderer Weise von der Seite Gottes her. Wir lesen mal Hesekiel 20, Vers 12. Wir haben es schon auf dem Bild. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Also scheinbar ist es so, dass das Zeichen, das Gottes Kinder auszeichnet, ein Zeichen ist, das alle halten können, die sich Gott geweiht haben. Es ist ein Zeichen eigentlich der Zeit. In der Zeit. Gott sagt, ich möchte gerne, dass ihr den Tag heilig haltet, den ich heilig gehalten habe. Es ist ein Zeichen dafür, dass ihr mir nachfolgt und mich liebt. Wenn wir die 10 Gebote anschauen, da ist ja auch dieser Ruhetag mit inbegriffen, mit eingebaut. Und interessant ist, dass im 4. Gebot, das ist das Sabbatgebot, dieses Gebot ist, das eigentlich nicht beginnt, du sollst oder du sollst nicht, sondern steht eigentlich Gedenke. Das heißt, es war schon bekannt, sonst kann ich nichts gedenken. Gedenke des Sabbattages. Und in diesem Gebot, das ist das einzige Gebot, ist auch verzeichnet, dass Gott derjenige ist, der wirklich die Macht hat, dieses Gebot zu erlassen. Also wenn jemand von uns auf die Idee kommt, für Deutschland ein Gebot zu erlassen, hat einen guten Traum gehabt in der Nacht und schreibt ein Gebot auf und sagt, jetzt gilt dieses Gebot für ganz Deutschland. Hat eine Chance, dass es geht? Schwierig, oder? Muss schon ein gutes Gebot sein. Aber es wird nicht gehen. Es kann bei uns keiner aufstehen, ich erlasse ein Gebot. Bei uns ist ein Gebot nur gültig, wenn das Parlament es absegnet, okay? Es muss ein autoritatives Moment da sein. Das heißt, ein Siegel kann nur dann wirksam werden, wenn der, der das Siegel ausgibt, anerkannt wird, der die Macht hat, das zu tun. Und dieses Siegel, dieses Zeichen finden wir nur im Sabbatgebot. Das heißt, wenn das Sabbatgebot aus den 10 Geboten herausgenommen würde, hätten die ganzen Gebote keine Legitimation mehr. Kann man das verstehen? Nur durch das Sabbatgebot wird das deutlich. Wir schauen es mal an. Wir haben nämlich im Siegel Gottes den Namen, den Titel und sein Herrschaftsgebiet. In keinem anderen Gebot ist es sonst drin. Schauen wir uns das mal an.
Es steht nämlich drin, im vierten Gebot, dass Gott, der Herr, das erlassen hat. Gott, der Herr. 2. Mose 20. Wir können es mal nachlesen zu Hause, sonst zu lange. Das zweite ist, der Titel ist auch dabei, nämlich, er ist der Schöpfer. Er hat alles geschaffen. Alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Und es ist auch das Herrschaftsgebiet drin, Himmel und Erde. Alle drei Elemente, die zusichern, dass jemand das tun darf, ist nur im vierten Gebot enthalten. Das heißt, das Sabbatgebot ist also ein Gebot, das uns das Siegel gibt, den richtigen Gott anzubeten. Das zeigt, dass ich den wahren Gott verehre. Das ist schon eine große Herausforderung, nicht wahr? Ich meine, das Wort Sabbat heißt ja eigentlich Ruhe. Mir heißt das nicht. Aber allein dieses Wort Sabbat, wenn man das aufgliedert, dann kommt aus diesem Wort selbst schon interessante Gedanken vom Hebräischen her. Ab hat etwas zu tun mit dem Vater. Dieses B kann Wohnort von heißen und Ad hinten Zeichen oder Siegel. Allein in dem Wort Sabbat wird das schon deutlich. Wir sehen, wenn Gott also ein Zeichen gibt, dann gibt er dieses Zeichen und er möchte gerne, dass wir nicht nur richtig handeln, sondern auch richtig denken. Man kann so nicht sagen, ich denke richtig und mach's anders. Das funktioniert nicht. Ich kann noch nicht sagen, ich mach's richtig, aber denk verkehrt. Es muss beides zusammenpassen. Gerettet, sagt Gott, geht aus von ihr, mein Volk, aus Babylon. Nicht nur die äußere Schale muss passen, sondern auch die Beweggründe, die Hintergründe. Interessant ist, wenn wir jetzt die Seite von der Kirche anschauen, dann steht hier zum Beispiel, der Sonntag ist unser Zeichen der Autorität. Die Kirche steht über der Bibel und die Verlegung der Sabbatheiligung ist der Beweis dieser Tatsache. Das heißt, hier wird ganz deutlich dargestellt von dieser Macht, dass sie außerhalb der Autorität der Bibel etwas verlegt hat auf einen anderen Tag. Gott sagt im 1. Johannes 5, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind wirklich nicht schwer. Er möchte uns das Zeichen an unserer Stirn, an unserer Hand geben. Er möchte, dass wir sicher sind, wenn wir dem Wort Gottes vertrauen, ihm folgen. Es geht ja im Offenbarung Kapitel 13 noch ein wenig weiter. Und wir finden diesen Hinweis am Schluss dieses Kapitels im letzten Vers. Hier steht, hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Über diese Zahl ist schon sehr viel spekuliert worden. Jeder hat seine eigene Idee, was könnte das bedeuten? Eine Zahl, die etwas zu tun hat mit diesem Tier, das auf die Stirn oder auf die Hand geprägt wird. Manche meinen, dass sie irgendwie unter die Haut injiziert wird. Manche meinen, es ist der Strichcode, den wir auf den Waren finden, weil da auch 3x6 zu lesen ist. Es gibt bestimmt noch viele andere Möglichkeiten, wie man auf die Zahl 666 kommt. Aber interessant ist, wie die Bibel es auslegt. Und ich denke, wir dürfen das nicht außer Acht lassen. Es ist eine Zahl, die eine Menschenzahl ist und eine Zahl, die etwas zu tun hat mit den Machenschaften des ersten und zweiten Tiers. Wenn wir die alten Sonnenanbetung mit ins Kalkül nehmen, dann gibt es eine Reihe von so Medaillen, die Sonnenzeichen uns darstellen.
Und wenn wir uns die Zahlen hier anschauen, die auf diesen Amuletts hier zu finden sind, dann ist es interessant, jede Zeile, wenn man sie zusammenzählt, kommt auf 111. Und es sind immer 6 Reihen. 6 mal 111 sind 666. Man kann sie horizontal oder vertikal zählen, man kommt immer auf 666. Das ist ein interessanter Bereich in Bezug auf die Sonnenanbetung. Aber noch ein viel stärkerer Hinweis, den wir haben, der mit dem Text in Offenbarung 13 sehr viel enger verknüpft ist, hat zu tun mit der kirchlichen Macht. Heute ist es so, dass die Päpste ja keine Krone mehr aufsetzen. Sie wollen das nicht mehr. Aber bis Pius der Zehnte, der von 1834 bis 1914 gelebt hat, hat jeder Papst seine Krone getragen. Und man weiß, dass auf diesen Kronen eine Inschrift steht. Vielleicht nicht auf allen Kronen, aber auf einigen. Und diese Inschrift, die selbst von der Kirche her gesagt wird, heißt Vicarius Filii Dei. Und das ist die Übersetzung des Gedankens auf Latein, der Stellvertreter des Sohnes Gottes, Vicarius Filii Dei. Jetzt wissen wir, dass in der lateinischen Sprache, das ist ja die Kirchensprache, die Buchstaben auch Zahlenwerte haben. Wir verwenden sie manchmal auch noch, wenn wir 1 oder 2 machen, machen wir 2 Striche. Ja, also es gibt auch andere Buchstaben, die Zahlenwerte haben. Nicht alle Buchstaben haben Zahlenwerte, aber einige. Die sind bekannt. Wenn wir dieses Wort Vicarius Filii Dei hernehmen und die Zahlenwerte, die diese Buchstaben haben, an den Rand schreiben. Hier sieht man, R zum Beispiel hat keinen Zahlenwert und S hat auch keinen Zahlenwert, aber andere, V und I und C. Wenn man diese Zahlenwerte alle addiert, dann kommt man bei Vicarius Filii Dei genau auf 666. Und das macht die Sache sehr spannend. Das ist wieder ein Puzzleteil, das deutlich wird, dass das, was wir in der Prophetie finden, nicht irgendjemand sein kann, sondern es hat zu tun mit dieser Kirche, die als Hure geworden ist, die sich von Gott eigentlich getrennt hat. Paulus sagt es den Thessalonichern deutlich, er sagt, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott und Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Eine religiöse Macht. Daher kommt auch der Name Antichristus. Anti heißt nicht nur gegen, sondern anstelle von. Der sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Das ist eine spannende Angelegenheit für unsere Zeit. Und wir merken, die Prophetie ist sehr deutlich. Wir stehen in einer großen Auseinandersetzung. Und wenn man diese Dinge anschaut, dann könnte man manchmal Angst bekommen, aber wir brauchen keine Angst zu haben. Ich möchte mit einer Geschichte enden. Ein junger Bub ist mit seinen Eltern umgezogen. Von der Stadt aufs Land. Nicht aufs Land, am Waldrand. Ganz allein ein Haus am Waldrand. Die Eltern waren so froh, einfach aus dem Getriebe draußen zu sein. Aber der Junge sagt, ich habe meine ganzen Kinder, meine ganzen Freunde verloren. Und dann sagten die Eltern, du hast jetzt so viele Möglichkeiten zu spielen, geh doch ein bisschen im Wald und schau mal an. Und das hat auch der Junge getan. Der war nur noch im Wald. Eines Tages ist es schlecht Wetter geworden, der Winter ist gekommen und die Mutti sagt zum Jungen, Sohn, heute darfst du nicht so weit weggehen, schneit, du wirst nicht mehr nach Hause finden. Und der Junge sagt sich, weißt du Mutti, ich kenne mich so gut aus, ich kenne jeden Strauch, kenne jeden Ast, jeden Weg, du brauchst keine Angst zu haben. Und dann war er schon draußen und es hat wirklich angefangen zu schneien.
ziemlich stark zu schneien. Und wenn es alles verschneit war, schaute die Welt anders aus wie vorher. Er hat nichts mehr gefunden, hat total verlaufen. Er hat geweint, aber es nützte nicht, keiner war da. Der Vater kam nach Hause, sagte er zur Mutter, wo ist der Sohn? Ja, der Sohn ist im Wald gegangen, ich habe ihm gesagt, er soll nicht gehen, aber er ist gegangen, ist er weg. Er hat noch ein paar Freunde angerufen, sind im Wald gegangen, haben den ganzen Abend gesucht und geschrien nach dem Sohn, der war nicht zu finden. Als die Nachbarn schon wieder gegangen sind, der Vater ist durch die ganze Nacht, war der im Wald, ist gelaufen und gelaufen. Wo schon wieder dämmerig geworden ist, der war schon so müde, da stolpert er über etwas. Und dann schaut er zurück und dann sieht er, dass er über seinen Sohn gestolpert war. Der war im Anorak eingeigelt, im Schnee eingeschlafen. Und durch den Fußtritt, den er bekommen hat, ist der Sohn aufgewacht. Und der Sohn wacht auf, macht seine Augen auf, sieht seinen Vater und springt in die Höhe und sagt, Papa, endlich habe ich dich gefunden. Schön, dass wir solch einen Vater haben. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wer mich von ganzem Herzen sucht, sagt die Bibel, von dem werde ich mich finden lassen. Schön, dass wir solch eine Verheißung im Worte Gottes haben. Aber dass wir durch die Prophetie ermutigt werden, diesem Gott treu zu sein. Und dafür sollten wir ihm danken. Lasst uns beten. Wir wollen sitzen bleiben, unser Haupt neigen. Lieber guter Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du ein großer Gott bist. Ein Gott, der uns nie in Unwissenheit lässt. Ein Gott, der über die letzten Dinge mehr Bescheid weiß als alle Zeitungen von heute. Ein Gott, der uns hinter die Kulissen schauen lässt, damit wir wissen dürfen, wir dürfen an deiner Hand gehen und wir dürfen dich suchen und du wirst uns finden. Wir möchten dich bitten, dass wir auch heute die Gewissheit haben dürfen, dass wir nicht alleine zu sein brauchen, sondern dass du an unserer Seite stehst und dass du uns führst. Herr, wir bitten dich um deinen Segen darum, und danken es dir im Namen Jesu. Amen.